Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Teil Methodenlehre. Und ich glaube, bevor wir uns mit der Methodenlehre im Detail beschäftigen, müssen wir uns einmal darüber klar werden, was das Arbeitsmaterial des Juristen ist. Und das Arbeitsmaterial des Juristen sind Normen. Ich habe Ihnen einige Beispiele mitgebracht. Das Ziel ist, dass Sie verstehen, wie Rechtsnormen, wie solche Paragraphen eigentlich ausschauen. Etwa ein simpler Blick in Paragraph 8 Gewerbeordnung. Ich verfolge damit jetzt kein großes didaktisches Ziel. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt die Gewerbeordnung lernen. Mir geht es darum, dass Sie wissen, was solche Normen eigentlich sind. Voraussetzung der Ausübung eines Gewerbes durch eine natürliche Person ist Ihre Eigenberechtigung. Was glauben Sie wohl, was Eigenberechtigung heißt? Jetzt beginnt der Teil mit Publikumsbeteiligung. Was kann eigenberechtigt heißen? Sind Sie eigenberechtigt? Frau Kollegin. Aber was heißt, man muss sich selber engagieren? Gut, das ist richtig. Also der Staat kommt nicht zu mir und sagt, wollen Sie nicht Tischler werden? Aber das meint Eigenberechtigung? Was könnte das heißen? Aha, dass man selber die Verantwortung trägt und nicht besachwaltet ist. Kollege ganz hinten. Dass man nicht entmündigt ist. Ich lasse jetzt einmal die ganzen Begriffe auch für den Moment so stehen, weil ich glaube, die Richtung stimmt ja ganz offenbar. Worum geht es? Eigenberechtigung heißt eine gewisse geistige Verfassung. Ich muss in der Lage sein, sagen wir mal, Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ich muss offenbar, wir schauen dann gleich zum Absatz 2, halt wie ein geistig gesunder Erwachsener durchs Leben schreiten. Offenbar ist es deshalb nicht möglich, dass wenn ich 16 Jahre alt bin, ich ein Gewerbe anmelden kann. Warum? Ja, weil ich kein geistig gesunder Erwachsener bin. Die Eigenberechtigung setzt bei uns an mit dem vollendeten 18. Lebensjahr. Und jetzt sehen wir weiter und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um den Inhalt der Gewerbeordnung, mir geht es darum, dass Sie einfach sehen, wie solche Normen ausschauen. Nicht eigenberechtigte Personen, offenbar können die ja gar kein Gewerbe haben, können trotz Nichterfüllung der persönlichen Voraussetzungen ein Gewerbe anmelden, wenn aufgrund einer Rechtsnachfolge von Todeswegen mehr als die Hälfte eines Gewerbebetriebs auf sie übergegangen ist. Das ist eigentlich eine relativ schlüssige Vorschrift. Gewerbeinhaber kannst du sein, wenn du ein geistig gesunder Erwachsener bist. Wenn du kein geistig gesunder Erwachsener bist, kannst du aber trotzdem ein Gewerbe betreiben, nämlich dann, wenn du einen Gewerbebetrieb erbst. Das ist nicht blöd, weil was soll man denn sonst machen? Wenn der das nicht erben kann, müsste man den Betrieb ja zusperren. Wahrscheinlich werden wir dort jemanden anstellen müssen, der sich um die Erfüllung bestimmter gesetzlicher Vorschriften kümmert. Das ist alles richtig. Aber ich kann offenbar diese Gewerbeberechtigung haben. Damit sehen Sie im Übrigen auch schon, wie juristische Arbeit funktioniert. Wir haben eine allgemeine Regel im ersten Absatz und wir haben eine speziellere Regel im zweiten Absatz. Und erst wenn wir beide zusammenlesen, verstehen wir, was der Staat uns eigentlich sagt. Unter 18 kommen wir nicht mit einer Gewerbeberechtigung, es sei denn, du hast so einen Gewerbebetrieb geerbt. Schauen wir weiter, wie können solche Normen ausschauen? Paragraph 735 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Ist kein Nachkomme des Verstorbenen vorhanden, so fällt die Verlassenschaft seinen Eltern und deren Nachkommen zu. Leben noch beide Eltern, so gebührt ihnen die ganze Verlassenschaft zu gleichen Teilen. Ist ein Elternteil verstorben, so treten dessen Nachkommen in sein Recht ein. Damit können wir eigentlich schon relativ viel an Erbrechtsfällen lösen. Wenn jemand stirbt, der selbst keine Kinder hat, ist kein Nachkomme des Verstorbenen vorhanden, dann erben seine Eltern. Das ist etwas, was wir intuitiv wahrscheinlich auch so zusammengebracht hätten. Und wenn die Eltern schon vorverstorben sind, dann geht es an deren Nachkommen. Frage zum Verständnis, wer sind die Nachkommen der Eltern im Verhältnis zum Verstorbenen? Na, selbstverständlich die Geschwister des Verstorbenen. Eigentlich auch nicht unvernünftig. Auch das eine Rechtsnorm. Und Sie sehen aber schon, ganz so wie Paragraph 8 Gewerbeordnung ist es nicht. Irgendwie regelt offenbar das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch etwas anderes als die Gewerbeordnung. Schauen wir mal, ob wir das in der Folge noch festmachen können. 1325er BGB. Wer jemanden an seinem Körper verletzet, ich sage dazu, unser Gesetz kommt aus dem Jahr 1811. Dort, wo es nicht novelliert wurde, finden wir oft noch so ein bisschen altertümliche Vorschriften. Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten.
ersetzt ihm den Entgangenen oder, wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdies ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld. Das ist der Körperverletzungsparagraf im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Und was man bekommt, wenn jemand einen rechtswidrig und schuldhaft am Körper verletzt, ist eigentlich irgendwie logisch. Heilungskosten, eh klar. Verdienstentgang, auch sinnvoll. Und Schmerzengeld, davon hat, glaube ich, jeder oder jede von Ihnen schon gehört. Es wird Sie vielleicht wundern, dass es noch in einem ganz anderen Gesetz auch einen Paragraphen gibt, der sich mit Körperverletzung beschäftigt, nämlich im StGB, im Strafgesetzbuch. Dort finden wir nämlich die Erkenntnis, wer jemand anderen am Körper verletzt, der begeht eine Straftat. Der muss ins Gefängnis oder muss zumindest eine Geldstrafe bezahlen. Und das zeigt uns etwas, was ich vorher schon angedeutet habe mit Blick auf § 8 Gewerbeordnung. Wenn wir auf diese Normen schauen, dann sehen wir verschiedene Regelungsanliegen. 1325 ABGB, würden Sie sagen, regelt das Verhältnis zwischen wem? Täter und Opfer, Schädiger und Geschädigter, wenn ich schon zivilrechtlich sagen darf. Aber Sie haben schon völlig recht. Und wenn jetzt das Strafgesetzbuch sagt, du hast jemanden am Körper verletzt, dann musst du ins Gefängnis. Dann regelt das Strafgesetzbuch offenbar das Verhältnis zwischen wem? Zwischen Staat und Täter. Und das ist eine ganz grundlegende Unterscheidung. Sie sehen, wenn wir diese Normen anschauen, dann können wir einen Unterschied rein vom Ausschauen her nicht festmachen. Die Gewerbeordnung ist ein Gesetz, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch ist ein Gesetz, das Strafgesetzbuch ist ein Gesetz, sind alles Gesetze. Aber wenn wir auf den Inhalt der Gesetze schauen, dann sehen wir, dass sich manche damit beschäftigen, wie die Rechtsbeziehungen zwischen den Bürgern untereinander ausschauen. Schädiger, Geschädigter, Täter und Opfer. Also gleichrangige Rechtsverhältnisse regeln. Und andere Rechtsverhältnisse, die Rechtsbeziehungen vom Einzelnen zum Staat. Du musst ins Gefängnis. Ich verweigere dir, dass du eine Gewerbeberechtigung bekommst. Wir haben also Normen, die typischerweise ein Über- und Unterordnungsverhältnis haben. Der Staat schafft an. Und wir haben Normen, die ein Gleichordnungsverhältnis haben. Es wird für Sie nicht besonders überraschend sein, dass dieser Unterschied in der Richtung, der Regelungsrichtung einer Norm ein wichtiger Unterschied ist. Und dieser Unterschied ist nichts anderes als der Unterschied zwischen zwei ganz großen Rechtsgebieten, nämlich dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht. Das Privatrecht, und ich komme in der nächsten Stunde noch ganz ausführlich natürlich dazu, das Privatrecht beschäftigt sich damit, wie ist es zwischen dir und mir. Und das öffentliche Recht beschäftigt sich damit, wie ist es zwischen dir und dem Staat. Das Privatrecht ist getragen von großer Flexibilität, großer Liberalität. Warum? Ja, was wir ausmachen, ist unsere Sache. Wenn ich sage, ich verkaufe Ihnen die Uhr um 1.000 Euro und Sie sagen, ich spinne ja nicht, ich zahle nur 500, und ich sage, was, 500 ist viel mehr wert, und wir einigen uns auf 700, ist das für das Gesetz völlig in Ordnung. Und wenn Sie sagen, ja super, ich kaufe es um 1.000 Euro, ist es für das Gesetz auch in Ordnung. Und wenn ich es Ihnen schenke, hat auch niemand was dagegen. Wir können tun, wie wir wollen, weil wir gleichberechtigte Rechtssubjekte sind. Aber Sie können nicht zum Gewerbebeamten gehen und sagen, Sie, ich bin zwar erst 17, aber ich hätte trotzdem schon gerne eine Gewerbeberechtigung. Können wir dann etwas machen? Also Sie können schon hingehen, aber ich glaube, es wäre strafbar. Dort haben Sie eine viel strengere Struktur und ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Einseitig wird rechts gesetzt. Sie wollen bauen, dann holen Sie sich eine Baubewilligung. Und ohne Baubewilligung dürfen Sie nicht. Sie können die Baubewilligung nicht verhandeln. Das heißt, einseitige Rechtsetzung im öffentlichen Recht, Über- und Unterordnung, Gleichordnung im Privatrecht. Und wenn Sie sich diese Normen so anschauen, dann muss man sagen, ist eigentlich noch gar nicht klar, warum ich am Anfang gesagt habe, das ist so schwierig. Eigentlich ist es ja eh logisch. Jetzt wissen wir schon, ich muss 18 sein, um ein Gewerbe zu haben, aber manchmal geht es auch früher. Jetzt wissen wir schon, wenn ich jemanden am Körper verletze, dann zahle ich Heilungskosten, Verdienstentgang und Schmerzengeld. Warum ist das alles so unklar? Wo liegen denn die ganzen Probleme dabei? Ein ganz simpler Fall
und es geht mir nicht darum, dass wir den Fall lösen, aber es geht mir darum, dass ich sie, wenn sie so ganz frisch im Studium sind, dass ich ihnen ein bisschen zeige, warum das alles so interessant ist, was wir machen, und aber auch, warum das alles so schwierig ist. Fall, der sich wirklich ereignet hat, der oberste Gerichtshof musste den entscheiden. Eine querschnittsgelähmte Frau kommt auf eine Messe mit allen möglichen Waren und Geräten für behinderte Personen. Und sie probiert dort alles Mögliche aus und unter anderem gibt es dort so eine Art Aufrichter. Das ist, wie Sie sich schon vorstellen können, Nomen est Omen, ein Gerät, das jemanden, der im Rollstuhl sitzt, aufrichtet und zwar ohne, dass das ein Mensch tun muss. Klar? Und sie probiert das aus, setzt sich dort rein, der Aufrichter richtet sie auf und sie kippt nach vorn, weil derjenige, der dort bedient das Gerät, vergessen hat, sie oben anzuschnallen. Sie können sich vorstellen, das geht dann nicht anders. Der Schwerkraft folgend kippt sie nach vorn. So, blödes Missgeschick, kann man nichts machen, sie fährt von dann an. Einige Tage später stellt sich heraus, dass sie sich bei diesem Nachvorkippen die Beine gebrochen hat. Das spürt sie aber natürlich nicht, weil sie ja querschnittsgelähmt ist. Das heißt, das wird erst durch Folgesymptome, Schwellungen klar. Die läuft sitzt drei, vier Tage mit gebrochenen Beinen herum und merkt das gar nicht. Ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld. Die hatte keine Schmerzen, null. Die hat das überhaupt nicht gespürt. Gibt es ein Schmerzengeld für sie? Gibt es kein Schmerzengeld für sie? Und schon jetzt sind wir an dem Punkt, wo Sie sehen, den Paragraphen können Sie 14 Stunden auswendig lernen. Sie werden den Fall trotzdem nicht lösen können. Den Fall können Sie nur lösen, wenn Sie verstehen, was das Gesetz will, wenn Sie den Normzweck begreifen, wenn Sie ein bisschen das verstehen, was wir gesetzgeberische Wertungen nennen, wenn Sie ein bisschen hinter diesen Paragraphen schauen und verstehen, was diese Norm eigentlich will. Schwierige Frage. Bloßes Auswendiglernen, bloßes Lesen des Textes hilft uns nicht weiter. Und wir können aus dieser Art von Beispielen 100 bilden zu jedem Paragraphen. Und die Aufgabe, die wir im Studium haben, wir als die Assistentinnen und Assistenten und die Professorinnen und Professoren hier, die Aufgabe ist nicht, Ihnen den 1325 so in den Kopf zu stucken, bis Sie ihn auswendig können, sondern unsere Aufgabe ist, Ihnen das intellektuelle Rüstzeug mitzugeben, damit Sie, wenn Sie so einen Fall dann einmal sehen, als Richter, als Anwältin, was auch immer, Sie wissen, wie Sie an so ein Problem herangehen. Denn mehr als das gibt es nicht im Gesetz. Sie wissen bei diesem Rollstuhlfall alles, was man wissen kann. Sie werden am Ende Ihres Studiums an Faktenwissen auch nicht mehr haben, aber Sie werden am Ende Ihres Studiums das Rüstzeug haben, um so einen Fall zu verstehen und zu lösen. Das heißt, so schauen Rechtsnormen aus und so kompliziert können Rechtsnormen sein. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben erstens gesehen, wie staatliche Sollensanordnungen funktionieren. Wir haben zweitens gesehen, dass es offenbar inhaltliche Unterschiede gibt, je nachdem, ob eine Norm das Verhältnis des Einzelnen zum Staat oder das Verhältnis gleichberechtigter Rechtssubjekte untereinander regelt. Der Kollege hat das als die Unterscheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht schon identifiziert.